Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der Sum 2 Liga von 2023 vom Sum 2 Server auf Discord. Ich bin der Shadow, mit mir heute dabei ist der Mondwag, so wie im letzten Match. Hallo. Und ja, wir schauen uns das Rückspiel an zwischen Clever und Cowboy. Das heißt, dieses Mal schauen wir Cowboy gegen Clever, da Cowboy den Host hat. Und hier im Hintergrund sehen wir auch schon Menschen. Und zwar ist das der gute alte Clever wieder. Und hier haben wir Orks auf Cowboys Seite. Warum habe ich gerade eben schon wieder Kustos statt Cowboy gesagt, Alter? Okay, hier haben wir schon mal einen einzelnen Rohstoff und der zweite Baumeister rennt schon mal direkt an die Front. Das heißt, Bin gespannt, das wird wahrscheinlich direkt, wie ja. dieses Match ausgeht. Das ist direkt der Frontkaserne. Ja, beim letzten Match hat. Oh, ich habe den Timer vergessen. Ups. Aber beim letzten Match, wir erinnern uns an Runde 1, Clever hat gegen Orks verloren. Mal gucken, wie er diesmal besser spielen In wird Runde 1? Was? und das verhindern wird. Was? Ja. Runde 1? Hä? Okay. Wenn du das sagst, dann hat er wohl in Runde 1 gegen Orks verloren. Genau. Hat er eben gespielt? Im Hinspiel zwischen Cowboy und Kustos hat. Zwischen Cowboy und Clever. Alter, hier sind es zu viele Cs in dieser Gruppe. Es sind so viele Leute mit C. Cowboy, Kustos. Clever, Hilfe. Nur 60% der Leute. Ja, komm, 3 von 5. Ja, 60%. genau. Also, Clever hat hier direkt an die Front eine Frontkaserne schon gestellt. Mit Sammelbanner hier auf der anderen Seite. Der Furt auch schon. Und das erste Bad ist auch schon draußen. Tatsächlich schneller als die Orks von Cowboy. Der aber auch schon eine zweite Kaserne direkt baut. Schon hinten im dritten Gang stehen hat. Jawohl, und der zweite Baumeister geht schon mal in Richtung von Clevers Base. Clever hat inzwischen zwei Eco-Gebäude, drei Eco-Gebäude ebenfalls. Okay, die Soldaten schickt er jetzt. Ah, oben rum, um hier auf die Eco zu gehen. Okay. So, das ist jetzt das angeblich erste Bud, was auf Cowboy trifft. Und direkt anfängt, den wegzukloppen. Währenddessen kommt das wirklich erste Bad hier oben am Gang. Den haben wir auch direkt abgerissen. Da kommen auch die ersten Schützen von Kustos. Ah, Clever hat vorhin hier auch gescoutet. Also es kann sein, dass das Cowboy sogar Zufall gewählt hat. Entweder das oder er hat gescoutet, um kurz zu sehen, wo die Gebäude stehen. Und gut, das Ding kriegen wir nicht weg. Den Gang. Einfach durch den Debuff und durch die Schützen, die mit draufballern. Ah, der wird schon mal verletzt. So, jetzt schickt er hier wahrscheinlich gerade eben die Soldaten auf die Suche nach dem Frontgang von Cowboy, also dem da. So, das Sammelbanner hat er jetzt inzwischen wieder auf die Verteidigerseite gezogen. Ich baue ja immer recht schnell die Banner. Ich gar nicht. Ich vergesse die immer. Nee, Oder mach sie einfach nicht. Weil... ich finde die Schildwehrformation einfach extremst praktisch. Ich denke nie dran, wenn ich sie spiele, demnach. Echt schade. Ich habe einmal dran gedacht, während der ganzen Zeit, wo wir jetzt in der Liga waren. Okay. Cowboy baut jetzt direkt hier den nächsten Gang. Nächsten Gang. War das nicht das eine Mal, also das eine Mal, wo du es geschafft hast, war das nicht sogar unser Match? Das kann sein. Ich weiß es nicht mehr. Egal. So, Cowboy hat jetzt auch schon Schützen und auch schon die ersten draußen. Schützen sind natürlich sehr nützlich gegen Orks. Die wird er dringend gebrauchen, um Okay, diese hier Übermacht opfert er die Einheiten, um umzukehren. hier den Gang wegzukriegen. Und Cowboy baut direkt den dritten Gang da unten. Aber ich würde sie ja nicht direkt nebeneinander setzen. Ich würde den Baumeister abhauen, damit Clever ihn suchen muss wieder. Krass, aber die schaffen es sogar fast, die Orks da wegzukloppen. Ich glaube, Cowboy, es ist hier wichtiger, möglichst schnell den Gang dazu haben, möglichst schnell wieder Einheiten rauszuholen zu können. Wenn sie noch Zeit kommen, neue Einheiten raus, Ja gut, anstatt ich hätte halt. wegzurennen, weil wenn er dadurch halten kann, den Gang, dann ist es ja egal, Ich ob hätte Clever weiß, dass währenddessen er mit meinem da ist. zweiten Baumeister hier oben aufgebaut.
im zweiten Gang, weil dann muss Clever halt an einen komplett anderen Punkt der Map rennen. Stattdessen hat er jetzt gerade eben beide Baumeister hier unten gehabt. Oh. Ja, da sind die Waage einmal hier über die Orks drüber geritten. Ja, ihren Spaß. So. Okay, gut. Die Orks kommen nicht weit. Da stehen zwei Batz-Schützen. Okay, die hauen auch schon direkt ab. Gehen nach oben. Gut, der Gang wird zum dritten Mal jetzt fallen. Werden die Soldaten sich wieder nach bestem Wissen und Gewissen verteidigen. Ah, diesmal kriegen sie sogar Unterstützung durch Schützen. Ja, aber überleben werden sie es, glaube ich, trotzdem nicht. Nee. So, hier sind die Orks jetzt stehen geblieben. Hier holt sich Clever den Creep. Ich würde ja ein paar Ellenbogen um die Schütze feiern, das sage ich jedes Mal. Kaum muss ich jetzt was überlegen, um wieder sein, ich sag mal, hatte eine gewisse Vormachtstellung gerade noch gehabt. Mhm. Sehen wir den Kluft, oder? Ja. Ja, die Kluft, das heißt, ich vermute Trolle. Er hat drei Orkhöhen, eine Kluft. Eco auf 400. Okay, nee, die Kluft hat er auch gerissen. 500 bei Clever, da merkt man halt einfach die drei Gänge, die er macht, gerissen hat. Mhm. Okay, Clever hat auch direkt die Kaserne auf Stufe 3 gebracht. Damit hat die mehr Leben als die Festung. Oder? Und sie müsste einen Turm haben, oder? Nee, genauso viel. Okay, 1500 weniger. Ja! Die hat einen Turm. Natürlich. Ich glaube, das finde ich fast sogar entscheidender. Ich glaube, kann mir vorstellen, dass er deswegen einen Turm sogar macht. Ja, weil die Orks ja nicht viel aushalten. Die 6000 Leben, die musst du halt auch als Ork erstmal klein kriegen, ohne Kluft. Oh, aber jetzt hat er eine Kluft gebaut. Der Turm ist auf jeden Fall, glaube ich, ein echt nettes Add-on. Ja, das definitiv. Weil dadurch, dass der Turm in der Mitte steht von der Map. Das Gehöft wird fallen. Das ist quasi instant weg. Clever da vorbeilaufen. Nein. Komm. Ja, das ist der Clever jetzt abgerissen. So, hier stehen noch ein paar Bogenschützen rum. Könnte man da auf den Creep gehen oder so, keine Ahnung. Oder an die Front. Oh, weiter. Außerdem. Ja, Reiter, stimmt. Ja, sind auch sehr praktisch gegen Orks. Die Halbtrauerplünderer sind zwar wirklich stark gegen Kavallerien, aber sie haben keinen Crush Damage. Also kein Anti-Crush. Kaff kann da einfach reinreiten ohne Probleme. Also durchreiten, besser gesagt. Drin stehen bleiben darf es halt nicht. Den Fight darf er eigentlich jetzt nicht verlieren, Cowboy in seiner eigenen Festung. Ja. Sonst verliert er so viele Gebäude. Da ist der Troll raus, aber die... Alter! Okay, ich hatte keine Ahnung, wie viel Gebäudeschaden Hobbits machen. Heilige. Ja, Hobbits sind auch dazu da, um zu Harrison und... Ich hab die mal genutzt, um Gebäudeschaden. Schützen wegzuballern. Wenn ich sie genutzt habe. So, Clever hat das Gasthaus. Elben? Please? Please? Bitte? Nee, erstmal wohl nicht. Oh, schade. Ich glaube, die braucht da wahrscheinlich fast gar nicht mehr. Genug, jetzt wird gut bekämpft. Aber ein Boromir wäre auch schon. Oh, da haben wir. Okay, da will sich Cowboy ein bisschen Geld klauen. Das sind halt jetzt gerade eben die Reiter nicht nochmal durchgelaufen, sonst wären die schneller weg. Okay, ich glaube den Kampf... Ich glaube, beide Kämpfe sind jetzt tatsächlich unentschieden. Cowboy hat halt hier unten zwar verloren, hat währenddessen Clever aber hier ordentlich was abgerissen. Clever hat hier oben ordentlich was abgerissen, musste sich jetzt aber zurückziehen. Schwierig allerdings zu sagen. Hat Cowboy eine Kluft verloren und Clever hat nur Rohstoffgebäude verloren. Ja. Und demnach ist es natürlich deutlich schwerwiegender eigentlich. Ja, stimmt auch wieder. Und außerdem verliert Cowboy hier gerade eben zumindest temporär seine, also mindestens eine Ork-Hürde. Die zweite ist gerade auch schon wieder am Verlieren. Ordentlich. Aber wenigstens sind da jetzt gerade eben die Fledermäuse, die da
Okay, die kann er schützen, glaube ich. Ja, ja, das wollte er hier noch verteidigt bekommen. Mit Schildwehrformation hätten sie es vielleicht noch bekommen. Das ist gefunden, das Fressen. Oder mit Reitern halt mal durch. Da steht auch schon eine neue Kluft hier oben. So. Ja, die braucht er auch dringend. Soldatenbataillon einsatzbereit. Jetzt wäre halt mal so ein Held auf Clevers Seite ganz praktisch, glaube ich. So ein Boromir. Ja, so ein Held, der die Trolle dann fighten kann. Ja, und der halt auch. Gut, Boromir kann halt auch die komplette Armee von Clever einmal. Von Cowboy einmal kurzzeitig stunnen. Womit Clever dann die Trolle noch leichter wegfokussen kann. Ausfokussen kann. Jawohl, die zweite Höhle ist gefallen. Zumindest temporär. Die kann auch darauf fallen. Sieht so aus, ja. Dafür baut sich jetzt die erste wieder auf. Okay, die kauern ein bisschen vor dem Troll. Noch ein Hit, ja. So. Ah, aber den Kampf könnte Clever tatsächlich verlieren, weil er zu sehr auf die Gebäude geht da oben. Aber er muss die Gebäude wegnehmen, damit nichts nachkommt. Ich glaube, er kann hier den Sack jetzt zumachen, wenn er. Da kommt auch schon wieder. Da wird auch hier ganz viel nachgeschickt. Vor allem. Ich glaube, wir kriegen Feuerpfeile, oder? Nee, wir kriegen nicht. Nee, noch nicht. Erstmal nur die Düsterwald vor allem. Düsterwald, genau. Es ist Düsterwald jetzt. Wir kriegen keine Elben. Ja, nein. Wir kriegen keine Elben. Ah doch, wir kriegen Elben! Doch! Wir kriegen Elben! Das wird das Thumbnail. Scheiß auf den Rest, das wird das Thumbnail. Okay, die brauchen wir. Die brauchen 2 Jahre. Aber ich hab's im Blick. Genau. Hier räumen die Trolle ganz schön gut auf. In Clevers Armee. Dafür Clever gleich die erste 15er. Aber er hat auch schon alle 5er. Cowboy hat. Okay, beide haben sich alle 5er geholt. So, da kommen sie. Wir ziehen an eurer Seite in diesen Krieg. Bleibt halt stehen kurz. Kannst du ja auch im Nachhinein das Video dahin gehen, pausieren. Und dann von dort einen Screenshot machen. Ja, aber es sieht besser aus, wenn also ich das. Meine sieht besser aus, wenn sich das Bad kurz aufstellt. So, dann noch dann schon musst wieder die nächste Reiter verfolgen. Das ist schon irgendwann. Bei Clever bist du ja sicher, dass die immer stehen bleiben. Wir schützen den weißen Turm. Ja, irgendwann bleiben sie mal kurz stehen. So, eine Sekunde. Dann müsst ihr wischen. Da! Oh. Jetzt! Ah, sehr schön. Hat bestimmt gereicht. Muss ich dann nur im Video finden. Diese eine Sekunde und dann pausieren könnt ihr rechtzeitig. So, währenddessen hat Clever hier ein bisschen aufgeräumt, hat die Kluft schon wieder weggekriegt. Er hat jetzt auch die 15er. Oh, dafür kommen jetzt da die Doomländer rein. Also die. Das Horn war zu früh. Die Dunedain sind quasi weg. Der Kriegsgesang war zu früh. Ja, ein bisschen, die waren noch nicht richtig gespawnt, glaube ich. Ja, okay, jetzt hat Clever die komplette Festung, also die komplette Base einmal eingeschlossen mit seinen Einheiten. Ja. Und da hat Cowboy aufgegeben. 12 Minuten 49 hat es diesmal gedauert, also gegen Orks hatte Clever schon deutlich mehr Probleme als gegen Isengard. Aber er hat das leider, also was heißt leider, er hat das sehr gut runtergespielt. Und für Cowboy natürlich leider auch wieder sehr stark dominiert und gewonnen. Ja. Ich glaube, Cowboy hätte früher switchen müssen. Also hätte früher irgendwas anderes, was Orks haben müssen. Die Kluft oder so hätte früher kommen müssen oder Spinnengrube oder sowas. Das glaube ich gar nicht mal. Ich glaube tatsächlich, Cowboy hätte da am Anfang, wo er die drei ich glaube, das war wirklich der Fehler, dass er die drei Gänge wirklich da nebeneinander gebaut hat. Man kurzzeitig beide Baumeister unten hatte, um Gänge zu bauen, um diesen einen Gang da am Leben zu erhalten. Da hätte ich halt eher dann auf der anderen Seite der Map nochmal einen Gang gebaut und wäre dann halt von der anderen Seite auf
Clevers Base draufgegangen, um ihn da abzulenken. Hätte es dann halt in Kauf genommen, dass ich von der Front aus nicht mehr angreifen kann, kurzzeitig. Ja, also hat bestimmt auch reingespielt. Ich glaube, also es ist selten nur ein einziger Grund, der zum Scheitern geführt hat. Weil da unten hat halt Cowboy, ich glaube, gute 6 Buts und 3 Gänge verloren, während Clever, ich glaube, 3 Buts Gondor-Soldaten opfern musste. Und den Fight trotzdem, wenn er gewonnen hat. Ja. Gut. Dann würde ich aber sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Match wieder. Morgen seht ihr, glaube ich, das Rückspiel zwischen Max und... Morgen ist wieder gar nichts. Übermorgen. Ja. Ah, nee, da läuft das Rückspiel gar nicht. Einen der beiden Kontrahenten werdet ihr morgen ziemlich sicher wiedersehen. Übermorgen, sorry. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Ciao.